So, dann wollen wir mal los. Wollen wir denn los? Haben wir alles? Ich hatte eigentlich eben gerade schon gecheckt, ob wir alles haben. Die Stöcker wollte ich dabei haben, falls wir unterwegs eine Fackel machen müssen. Die restlichen Sachen. Oh, dass er so panisch auf mich zugelaufen kommt. Na gut. Die anderen Sachen haben wir einfach nur dabei, damit wir im neuen Lager auch was von den Luxussachen haben, wie zum Beispiel die Stachel und die Fireflies und so weiter. Aber gut, das muss jetzt alles soweit reichen. Wir laufen los. In der Hoffnung, dass wir in ein, zwei Tagen da ankommen. Ich denke mal eher zwei. Und ich darf nicht vergessen, wir wollen unterwegs das Schweinedorf abholzen. Dafür müsste der Hammer noch reichen, die 48%. Und er ist so hungrig. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Wir haben kein Essen dabei. Aber wir haben doch das gute Fleisch. Das ist zwar eigentlich für was anderes gedacht, aber na gut. Wir haben ja genug Yaks, um da auch das gute Fleisch zu bekommen für die Fleischstatue. Aber oh, Fleischstatue. Ja, wir haben noch eine hier oben. Sehr gut. Das wäre nicht so toll gewesen, wenn wir keine Fleischstatue mehr hätten und jetzt wieder in das gefährliche Gebiet laufen. Also, was sage ich da? Ein gefährliches Gebiet? Wir laufen jetzt durch den Sumpf. Das ist schon ziemlich gefährlich. Danach laufen wir bei diesen Killervögeln vorbei. Das ist auch gefährlich. Und danach haben wir noch in unserem Basislager zwei Ents, die auf uns warten. So, hier ist der Schweinekönig. Dem haben wir aber nichts zu geben und Gold brauchen wir eh nicht, weil wir überall Steine haben, wo Gold rauskommt. Das passt schon. Der Schweinekönig wird erst interessant werden, wenn wir richtig am Ende unserer Ressourcen sind. Denn irgendwann wird es keine Steine mehr geben. Irgendwann haben wir alle Steine aufgeklopft. Und alle Jags getötet und so weiter. Das Einzige, was noch bleiben wird, ist Gras, Beeren und Holz. Oder noch irgendwas? Fische vielleicht. Wir haben noch nicht angefangen zu fischen. Das wollten wir auch noch erforschen. Aber die ganzen anderen Sachen werden nach und nach verschwinden. Oh. Au. Hey. Ich bin noch ausgewichen. So, du sollst eigentlich auch noch mit. Oh. Nur ganz kurz überlegen. Gebt mir ganz kurz Zeit. Liebe Tentakel, die Axt kann erstmal hier bleiben. So, du kommst mit. Wir brauchen ganz viel von euch. Ich habe keine Lust, hier wieder hin zu müssen. Da sind aber keine Schilfrohrdinger. Also müssen wir ein wenig landeinwärts. Da ist einer. Nummer 2. Oh, hier ist auch eine Schweinehütte. Mitten im Sumpf. Okay. Nicht in Frage stellen. Einfach abholzen. Wo zum Teufel ist mein... Ah, da ist mein Hammer. Zack. Achso, gedrückt halten. Ja, okay. Wir haben Steinblöcke, die keinen Platz haben. Ich hasse das Inventarmanagement. Komm, die Zähne kriegen wir schon irgendwann wieder. So, jede Menge Pickskins. Steine und das war's. Trotzdem recht ulkig, dass hier einfach so eine Schweinehütte ist. Ist vielleicht irgendwo noch eine? Nö, schaut nicht so aus. Aber na gut, mehr Ressourcen für uns. Umso besser. Noch ein Stein. Und da unten ist jede Menge Schilfrohr. Außerdem ist es hier ein wenig sicherer zu laufen. Würde sich eigentlich echt für so ein Zwischenlager anbieten. Also einfach nur so einen Steinkreis, um Feuer zu machen und vielleicht eine kleine Kiste mit Ressourcen. Aber wir sind ja doch öfters im Sumpf als gedacht. Genau, mit den Fröschen müssen wir auch noch experimentieren. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir einfach nur ein bisschen Schilfrohr sammeln und weiter Richtung Hauptlager Nummer 2 laufen. Wie viele haben wir denn schon? 6. Liebes Tentakelding. Ja, anscheinend, jedenfalls laut Kommentaren, sind diese Tentakelstachel wohl schon immer gedroppt. Wir haben uns nur nie lange genug mit Tentakeln angelegt, um das mal zu sehen. Und es wird jetzt schon dunkel.
Selbst die Frösche verpieseln sich. Aber gut, wir haben hier drüben auf der Honiginsel, glaube ich, ein Lagerfeuer. Wir haben auch Holz dabei, um es zu befeuern. Sehr gut. Das wäre also die erste Etappe von unserem Trip. Da ist eine ganz schöne Ecke von Hauptlager Nummer 1 zu Hauptlager Nummer 2. Also fast alle Inseln einmal abklappern. Oh, hier ist sogar ein alter Helm von uns. So, 1, 2, 3. Was können wir jetzt die Nacht über machen? Wir können das Ding da einsammeln. Den Stachel können wir auch noch mitnehmen. Bienen waren hier keine mehr, oder? Nö. So, schnell zurück zum Feuer. Es wird gleich dunkel. Und hier sind noch überall Bienenstacheln. Da, da. Und da, obwohl eigentlich... Nein, 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 nein. Schlechte Idee, Wilson. Ganz schlechte Idee. Aber ja, die Bienenstacheln brauchten wir eigentlich, glaube ich, nur für ein Rezept. Für dieses Blasrohr-Dingens. Außer die Teile zerbrechen irgendwann. Was ja auch Sinn machen würde, denn alle anderen Waffen zerbrechen auch mit der Zeit. Hm, müssen wir mal gucken. Sleeping Dart. Oh, das könnten wir sogar sofort bauen, wenn wir eine Rabenfeder hätten. Damit können wir die Gegner einschläfern. Oh, das wäre praktisch, wenn wir mal aus Versehen so einen Jack treffen oder ein End. Obwohl ich nicht glaube, dass wir ein End einschläfern können. Aber ja, das wäre irre praktisch. Bei Tieren oder Gegnern, die wir nicht unbedingt umbringen wollen. Sehr gut. Also das sollten wir möglichst schnell bauen. Unter diese Panflöte. Die wir jetzt nicht sehen, weil wir keine Forschungsmaschine haben. Die hätte ich auch noch ganz gerne, einfach nur um zu gucken, was das ist. Also ja, dafür, dass wir jetzt Tag 84 haben, gibt es immer noch jede Menge Zeug zu erforschen. Das finde ich soweit ganz gut. Auch wenn man es natürlich hätte anders machen können. Wir hätten von vornherein einfach ein, zwei Tage lang nur Grassohlen sammeln können und dann sofort alles auf Max forschen. Aber ich finde das so Schritt für Schritt irgendwie ein bisschen interessanter. Und ein Büffelhut. Dafür haben wir, glaube ich, inzwischen auch ein paar Fälle. Aber 16 ist ganz schön happig. Muss man ja eine halbe Herde auslöschen. Den Beekeeper-Head haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Mehr sehen wir hier gar nicht. Den Zylinder hätte ich noch ganz gerne. Der wird wahrscheinlich auch nichts machen, aber der Zylinder und die Daper-West sind so das Stylischste, was er tragen kann. Und ab nächstem Jahr soll ja das mit dem Insanity-Meter kommen. Das wird bestimmt richtig cool. Aber ich glaube irgendwie, dass das den Spielstand brechen wird. Und da es eine Beta ist, kann das gut vorkommen. Das wäre aber schade. Müssen wir mal gucken. So, also, weiter geht's. Wir halten Augen offen nach weiteren Stacheln, die irgendwo rumliegen. Aber nö, die Bienen, die wir verprügelt haben, waren alle da oben. Also, wir müssen da lang und bei den Augen vorbei. Da könnten wir eigentlich versuchen, nochmal wieder ein Auge zu klauen. Quatsch, ein Ei zu klauen, kein Auge. Nur haben wir immer noch keinen Platz im Inventar. Ich kann ja schon mal so nebenbei gucken, was wir wegschmeißen könnten. Das Amulett nicht. Holz brauchen wir, um unsere Lagerfeuer zu machen. Du bist hungrig, ja. Fleisch haben wir noch 2 Stück. Das könnten wir eigentlich wegschmeißen, aber nee. Das ist das gute Fleisch. Schilfrohr haben wir gerade erst gesammelt. Dieser Honigbraten sieht einfach zu lecker aus. Ah, ich höre Hunde. Das ist nicht gut. Das Gras brauchen wir für eine eventuelle Fackel. Den Hammer brauchen wir zum Abbauen von den ganzen Sachen. Dies Dinger für das Blasrohr. Honig zum Heilen. Steinblöcke für die neuen Schweinehütten. Seide ist recht selten. Obwohl, komm, wir haben 2 von den Spinneneiern. Oh. Der Wolf greift den Tallbird an. Wow, 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 wow. Und die sind nicht stapelbar. Und da ist noch ein Wolf. Greif mal Auge an. Scheiße. Lauf, Forest. Und da ist unsere alte Leiche, die immer noch nicht verrottet ist, was sehr schön ist. Lauf, 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 lauf. Greift euch mal gegenseitig an, ihr Doofen. Wir müssen nach oben, richtig? Karte. Durchatmen. Okay. Da müssen wir lang. Die Augen müssten eigentlich aufhören, uns verfolgen. Die Hunde mit der Zeit auch. Aber die brauchen... Warum läufst du vor? Achso, du läufst zum Fleisch. Sehr gut, die hätten wir schon mal abgelenkt. Oder auch nicht.
Komm. Greif die. Nein, 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 nein. Wow. Okay. Ei wurde fallen gelassen in der Panik. Egal, weiterlaufen. Warum haben die mich erwischt? Die dürften doch eigentlich genauso schnell sein wie ich. Wo kommst du näher? Wenigstens war nicht aggressiv, das ist schon mal gut. Und die Wölfe versuchen die ganze Zeit, die Tallbirds zu beißen, aber... Ah, jetzt haben sie es endlich geschafft. Boah, Panik. Okay, nach oben durch. Also ich glaube, wir haben sie abgehängt. Also irgendwann müssen wir mal eine Aufräumaktion machen. Weil das waren keine neuen Wölfe, glaube ich. Das waren alles noch die alten, die wir einmal abgeschüttelt haben. Ja. Gut. Das hätten wir auch überlebt und wir hätten ein Tallbird-Ei bekommen. Das soll ja auch irgendwas Neues machen. Was auch immer. Vielleicht können wir das aufstellen und irgendwann brütet es aus. Dann hätten wir so ein Pet-Tallbird, das uns immer verfolgt. Also die gute Art von Verfolgen, nicht die ich will dich kaputt hacken Art von Verfolgen. Das könnten wir mal ausprobieren. Also setzen wir einfach in der Nähe des Lagerfeuers irgendwie ab und hoffen, dass es nicht gebraten wird. Ja. Oder man kann daraus irgendwas Alchemistisches machen. Obwohl, wenn wir es in die Forschungsmaschine schmeißen, kriegen wir bestimmt nur Punkte raus. Vielleicht im Kochtopf irgendwas Besonderes? Also es ist doof, dass wir so wenig davon haben. Oh, hier ist wieder so eine Verschiebung von den Inseln. Okay. Wo wir gerade mal hier sind. Einfach mal kurz in der Mitte ein wenig erforschen, ob hier vielleicht ein Schweinekönig ist. Oder irgendwas anderes Interessantes. Hier sind einfach mal jede Menge Gräber. Die hatten wir aber schon ausgegraben, größtenteils. Sollten wir trotzdem nochmal hin, wegen dem Kram, den ich auf den Boden geschmissen habe. Und sonst ist hier in der Mitte nichts. Nö, außer jede Menge schönes Holz. Nö, hier ist nichts mehr. Na gut, dann weiter. Wir schaffen es heute sogar noch, ins Basislager Nummer 2 zu kommen. Das ist sehr gut. Oh, da ist sogar ein Bärenbusch. Den könnten wir bei Zeiten mal einsacken. Davon haben wir ja keinen da unten. Und wir haben tierisch viele Samen verpasst. Oh, na gut, die kriegen wir bei Zeiten auch wieder zusammen. Ich hätte echt gern einen größeren Rucksack. Aber das ist irgendwie bei jedem Spiel so. Auch wenn das jetzt schon ziemlich unrealistisch ist, was er so alles mitschleppt. Also allein die zwei Steinquader, 14 Holzblöcke und was weiß ich. Ist schon okay so mit dem Platz. So. Hallo, du schnarchender Freund. Da geht's runter. Wow, unsere Bäume sind ja richtig groß geworden. Sehr schön. Wo ist unser Lager? Hier ist unser Lager und da sind die beiden Ents. Seid ihr aggressiv? Nein, seid ihr nicht. Werdet ihr aggressiv, wenn ich Holz verbrenne? Nein, das ist auch gut. Schön, jetzt haben wir zwei neue Wächter anscheinend. Also wir wollen... Wir haben vergessen die Schweinehütten. Hier waren die Schweinehütten, glaube ich. Die haben wir vergessen einzusacken. Nee. Aber na gut, können wir ein andermal machen. Jetzt wollen wir erstmal all unser Zeug einlagern. Dafür hätte ich gern noch ein, zwei Kisten. Wir haben ja da oben unsere Biokisten. Dann machen wir auf der anderen Seite die Nicht-Biokisten. So. Ja, da ist okay. Da ist eine. Daneben ist die andere. So, da kommt rein der Beekeeper-Hut. Die Amulette, der Hammer. Steinquader, Flint, Gold. Der Rest ist Bio. Die Rüstung sollten wir immer dabei haben. Ja, Rest kann hier rein. Also, du kommst mit da drauf. Du kommst hier hin. Das sollten wir dabei behalten. Den Honig. Hätte ich auch eigentlich immer ganz gerne dabei, weil er halt so viele Lebenspunkte bringt. Ja, die Stinger können wir da lassen. Die können wir da lassen. Holz kann hier raus. Das Ei. Oh, wir haben schon ein Ei. Ah, sehr schön. Dann setzen wir mal ein Ei einfach so hier hin. Sieht nicht sehr so aus, als wenn da was rauskommen würde.
Beim Lagerfeuer kochen wir dich. Dafür forschen wir dich. Na gut, wir verkochen dich einfach mal. So. Und gucken, ob wir jetzt irgendwas Besonderes bekommen, wenn wir nicht essen. Jede Menge Essen. Und Lebenspunkte voll. Okay, das war es also nicht. Jetzt verforschen wir dich mal. Wir sind bei 117. Und gucken, ob da was Neues rauskommt. Warum zum Teufel habe ich auf das Feuer geklickt? Ja. Ignoriert den Girogon, der wird alt. Ich wollte eigentlich das Ding da reinschmeißen. Scheiße. Gut, du kommst jetzt da rein. Wir sammeln demnächst ein neues Ei. Mensch. So, das sammeln wir alles mal wieder ein. Und sortieren wir danach ein. Ganzer Rucksack voll Zeug. Was haben wir denn da alles so drin? Du bist leer. Du bist voll Dünger. Und krass Sohlen, Zähne und Zeug. Krass Sohlen waren hier unten. Da. Na gut, den Rest sortieren wir morgen aus. Also bis gleich. Wow. Oh. Wir haben echt komische Nachbarn. Also bis gleich.